ist irgendwas. Dr. Richard Spannhoff. Schön, Sie kennenzulernen. Herr ich habe schon viel von Ihnen Gesundheitsamtes. Guten Tag, ich hoffe nur Gutes. Und hier ist Thea Sonnabend, die Vertreterin der Gemeinde. Guten Tag. Guten Tag. Wollen wir anfangen? Ja, gern. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ja, also dann. Ich habe nur eine Frage. Bitte? Wie würden Sie Ihre Fähigkeit beschreiben, mit Menschen umzugehen? Ich habe 12 Jahre als Chirurg gearbeitet und habe ein Team von Chefärzten geleitet am Herzzentrum des Virchow-Klinikums in Berlin. Ich denke, das dürfte für sich sprechen. Ich bin Chirurg. Der befasst sich doch normalerweise mit ganz speziellen Fällen und nicht mit persönlichen Schicksalen. Also ich meine eher mit Körperteilen als mit Menschen. Ich habe mit Patienten gearbeitet und das ist nichts anderes, als sich mit Körpern zu, mit Menschen zu befassen. Ein praktischer Arzt hier auf dem Land, der braucht vor allem eine hohe soziale Kompetenz. Der muss ein Gefühl für seine Patienten haben. Thea, also ich glaube doch, dass Dr. Helling die besten Voraussetzungen hat. Ja, andere Leute vor den Kopf zu stoßen vielleicht. Also es tut mir wirklich leid, so wie er sich bisher verhalten hat, finde ich, dass er absolut nicht der richtige Nachfolger für Dr. Stein ist. Also nun, ich denke, dass wir jetzt genau über diese Frage gemeinsam entscheiden sollten. Wenn Sie bitte so nett wären und einen Augenblick draußen warten. Hm? Ich? Ja, bitte. Sicher. Starren Sie mich nicht so an. Lassen Sie das. Sehen Sie manchmal unscharf? Ja. Starre, halb erweiterte Pupille. Haben Sie Schmerzen? Ja, manchmal. Wieso? Grüner Star. Akutes Stadium. Soll es ein Witz sein? Nein. Gehen Sie zum Augenarzt. Am besten heute noch. Dr. Helling? Auf unseren neuen Arzt. Herzlich willkommen in Neuharlinger See. Ja. Wie kommt denn da? Na? Weg, weg, hau ab, hau ab, gehst du weg hier. So, komm. Hallo. Vorsicht, da ist irgendwo eine alte Uhr drin. Sind Sie Dr. Martin? Nein. Dr. Martin Helling. Ja, ich heiße Melanie. Schön für Sie. Ja, die Sprechstundenhilfe. Ach so, Bewerbungen sind erst morgen früh. Wieso Bewerbung? Ich komme aus Lütjeheit. Und? Ich komme extra aus Lütjeheit hierher. Und ich habe Dr. Stein fest versprochen, dass ich seinen Nachfolger nicht im Stich lasse. Also fange ich doch am besten gleich an. Dann nehmen Sie mal gleich das. Wie fühlen Sie sich heute?
Kein Klingeln in den Ohren? Dr. Helling? Moment. Für Sie. Ich bin nicht da. Melanie ist nicht da. Moment, Moment. Moment. Ist das Chris? Sind Sie Chris? Mit Chris spreche ich nicht mehr. Ja? Ja? Nein. Ey, jetzt pass mal auf, ja? Du hast Druck und ich bin 24, stimmt's? Ey. Könnten Sie die Tür zumachen? Ja. Wie soll die Dosis sein? Wie? Die Milch ist zu Penicillin geworden. Es ist im Müll. Hallo, ich brauche Kaffee. Wenn Sie schon mal hier sind, Melanie, ein, zwei Dinge müssten organisiert werden. Zum Beispiel? Zum Beispiel eine neue Untersuchungsliege. Moment. Ja. Eine Untersuchungslampe. Ja. Ein funktionierendes Spygmomanometer. Okay. Was ist das denn? Es ist zum Blutdruckmessen. Gut. Noch was? Nein, das ist im Augenblick alles. Fein. Milch, Kekse, Kaffee, Tee? Können Sie doch zusammen mit den anderen Sachen besorgen. Und die neue Fernsehzeitung. Wollen Sie es nicht lieber aufschreiben? Ich bin auch nicht für Ihre persönlichen Einkäufe zuständig. Tch. Haben Sie die Leute in Berlin auch so behandelt? Kein Wunder, dass Sie jetzt mit eingezogenem Schwanz hier bei uns hocken. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch im Namen meiner Jungs alles Gute in Ihrem neuen Zuhause. Vielen Dank. Ja, also dann. Möchten Sie ein Trinkgeld? Naja, wenn Sie es anbieten. Sagen Sie mir eins, dem Arzt, der Ihre Bandscheiben geflickt hat, haben Sie dem auch ein Trinkgeld gegeben? Alles klar, Kumpel. Sind Sie Dr. Martin? Ich ziehe Dr. Martin Helling vor. Gibt's auch eine Frau Doktor? Genau. Nein, die gibt es nicht. Oh, so einsam. Dr. Martin? Dr. Martin Helling. Guten Tag. Guten Tag. Wilhelm von der Linde. Ich bin etwas früh dran, nicht? Tut mir leid, die Praxis ist bis Anfang nächster Woche geschlossen. Es sei denn, Sie haben eine Notfall. Nein, bitte. Es ist wirklich dringend. Bitte. Also, wo drückt der Schuh? Ja, wissen Sie, das Ganze ist mir sehr unangenehm. Das ist ein Problem im Brustbereich. Eine Sache, die man vielleicht als überflüssige Funde bezeichnen könnte. Essen Sie weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine, treiben Sie etwas Sport? Nein, nein, das sind eher Brüste. Das sieht jedenfalls so aus. Das ist absolut nichts Ungewöhnliches. Ganz normal, auch bei Männern. Normal. Harmlose Pölsterchen im Brustbereich. Also wenn Sie keine anderen Probleme haben, dann... Wie bitte? Viele Männer haben Fettpölsterchen im Brustbereich. Männer können sogar Brustkrebs bekommen. Das ist alles völlig... Also gut. Die medizinische Bezeichnung ist Gynäkomastie. Kann verschiedene Auslöser haben. Gene, Umweltgifte. Essen Sie viel Rindfleisch? Milchprodukte? Otti, meine Frau, die ist in diesen Dingen sehr penibel. Verstehe. Kann das vom Trinkwasser kommen? Es gibt da so Gerüchte. Das will ich nicht hoffen.
Da müssen wir ja bald alle einen Büstenhalter tragen. Wenn Sie sich mal hier hinlegen. Ich würde Sie gerne mal abtasten. Ich bin doch nicht hergekommen, um mich von Ihnen lächerlich machen zu lassen. Bitte, ich... Ihr Vorgänger war ein Mann von hier. Der hätte mich sofort verstanden. Bei allem Respekt, mein Vorgänger ist tot. Sie sind hier unangemeldet aufgetaucht. Zu Ihrer Information. Ich habe mich sehr wohl angemeldet. Und zwar höchstpersönlich mit dieser jungen Dame am Telefon. In Zukunft werde ich nach Blomfeld in die Klinik fahren. Da braucht man nicht mal einen Termin. Warten Sie. Herr Kapitän, wir sollten doch die Untersuchung zu Ende führen. Na, alle Achtung, das haben Sie ja toll hingekriegt. Ich suche den Fredenhof. Sind Sie Dr. Martin? Ich bin Dr. Helling. Ich... Doch, natürlich sind Sie Dr. Martin. Ich bin auf der Suche nach... Ach, schon gut. Klarer Fall von Malmö, ne? Und was hat die denn jetzt? Mein kleiner Martin. Tante Alma, du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach, du Schmeichler. Irgendein Arsch hat gerade versucht, mich abzudrängen. Der hat auf der engen Straße direkt auf mich zugehalten. Ach, bist du ein Mann oder eine Memme? Bleibst du zum Essen? Es gibt Hühnchen. Weißt du, ich kann mich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnen, dass du Chirurg bist. Brauchst du nicht. Gewöhne dich nur an den Gedanken, dass ich Landarzt bin. Als du das letzte Mal hier warst, da hattest du einen kleinen Splitter im Finger und hast geheult wie ein Schlosshund. Damals war ich 7. Du warst 11 und hast noch ins Bett gemacht. Das ist nicht gerade das Holz, aus dem man Chirurgen schnitzt, nicht wahr? Ich habe immer gehofft, wenn du groß bist, du würdest mal nicht nach deinem Vater kommen. Aber du siehst genau aus wie er. Hast du auch den gleichen Dickkopf? Klar. Natürlich hast du. Hast du wieder mal was von ihm gehört? Nein. Ja, nun mach doch. Tante Alma, ich... Oh mein Gott, dann stell dich doch nicht so an. Tante Alma, ich... Mann. Was ist passiert? Hm? Wie passiert? Naja. Bist du, warst du noch der feine Chirurg in Berlin? Und heute bist du Landarzt in Neuharlingersiel. Wie kommt's? Weil du hier bist. Mach dich nicht lächerlich. Ich bin seit 30 Jahren hier. Hab die ganze Zeit keinen Mucks von dir gehört. Ist eine Frau im Spiel? Nein, es ist keine Frau im Spiel. Ich habe mir zwei Stellen angeschaut und konnte mich nicht entscheiden. Dann hat sich das hier mit Neuharlingersiel ergeben. Sag mal, willst du hier nur rumsitzen oder kannst du dich auch nützlich machen? Hier, nimm mal die Schüssel. Fang mal das Blut für mich auf. Ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit. Tante Alma, ich wollte nur ganz kurz Hallo sagen. Was ist los, Martin?
Du musst was Vernünftiges essen. Ich muss meine Praxis einrichten, einen Klempner organisieren und lauter solche Sachen. Na gut. Ich schicke dir Gerd Breitens mit seinem Jungen vorbei. Die können sich um deine Rohre kümmern. Aber ich gebe dir einen kostenlosen Rat. Keine Frau der Welt wird sich je für dich interessieren, solange du blass wie eine Leiche durch die Gegend läufst. Du musst vernünftig essen. Mann, oh Mann. Oh, Doktor, da haben Sie sich aber was Tolles anreden lassen. Schätze, das muss alles raus. Hören Sie zu, ich verstehe ja, dass Sie mich für irgendeinen bescheuerten Stadtteil aus Berlin halten. Und dass Sie irgendwie Ihr Geld verdienen müssen. Aber merken Sie sich eins, ich bin kein Idiot! Immer mit der Ruhe. Das Teil ist doch von uns, oder? Mhm. Wir sind 2 Sekunden repariert. Ohne Aufpreis natürlich. Danke. Wahrscheinlich braucht man nur einen neuen Hahn. Schau mir mal die Dichtung an. Genau, Junge. Mhm. Schau du mal nach der Dichtung. Ich will Sie eigentlich kritisieren, Doktor, aber Sie sollten sich mal ein bisschen entspannen. Hier bei uns ist alles eher so locker vom Hocker. Na toll. Malmor. Eindeutig. Malmor ist wohl Ihre liebevolle Bezeichnung für einen Übergeschnappten, stimmt's? Tja, jemand, der Malmor ist, der ist. Das ist sowas wie. Wenn Sie sich vielleicht zu einem Hauptwort durchringen könnten. Ja, das ist jemand, der im Moor rumgeistert. Tante Gerde ist auch Malmor geworden. Dabei hat sie nie das Moor auch nur aus der Nähe gesehen. Erinnert sich noch, Junge? Nein, jemand, der Malmor ist, der ist. Danke, ich glaube, ich habe es erfasst. Möglicherweise ist das Wort von der alten Irrenanstalt in Malmor abgeleitet. Es könnte sogar einen literarischen Bezug haben. Jetzt aber auf, Junge. Der Doktor will doch keine Bezüge wissen. Ich will nur wissen, was es heißt. Friedrich Hogestracke braucht das Moor von Malmor als romantisches Symbol für Mord. Und Wahnsinn, voller schiefergrauer Himmel und heulender Winde. Ja, pass auf, Junge, gleich Malmor ist er selber noch. Vater, was machst du? Nicht! Mensch, Vater. Keine Sorge, das passiert uns dauernd. Das haben wir gleich. Mann, wo ist denn der verdammte, Sie wissen doch, was ich meine. Das Wort, nach dem Sie suchen, heißt Absperrhahn. Ja, Absperrhahn. Suchen Sie den. Nicht viele Leute wissen, dass es 4 verschiedene Sorten von Absperrhähnen gibt. Na, Lani, wollen Sie nicht mal anpacken? Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Dann gehen Sie gleich wieder nach Hause. Es ist Chris für Melanie. Sag ihm, du hast gesehen, wie Andi und ich uns kommen. Mit offenem Mund und Zunge im Hals. Okay. Ah, wer hat denn die Tür aufgelassen? Hau ab! Wem gehört dieser verdammte Köter eigentlich? Ein Wasserschaden, Doktor, kann sowas von gemein werden. Los jetzt, verdammt noch mal! Sie nehmen Sie den Hörer her, legen Sie auf und suchen Sie diesen verdammten Absperrhahn. Und Sie gehen zurück nach Lütjeheit, wo immer das sein mag. Und kommen hier bitte nicht wieder her. Oder Sie holen einen Wischnappen und kriegen raus, wie man mit dem umgeht. Doch, jetzt zu uns beiden. Guten Tag, ich habe einen herrenlosen Hund abzugeben. Dr. Martin, schön, Sie endlich mal zu treffen. Mark Donnelly. Ich war bei... Schon gut. Hören Sie zu. Es interessiert mich nicht, ob Sie meinen, dass ich etwas einsam bin oder ein bisschen Malmor oder wie weit es von hier bis Lütjeheit ist. Kümmern Sie sich um diesen Hund hier. Sie müssen Dr. Helling sein. Ich bin Helga Otten. Willkommen in Neuherling Asyl. Guten Tag. Ich muss dringend in Ihre Praxis kommen. Tut mir leid, ich habe noch nicht geöffnet. Ich brauche auch nur ein Folgerezept. Ich werde in Ihre Sprechstunde kommen, sobald Sie soweit sind. Gern. Soll ich Ihnen etwas sagen? Sie sind genau der richtige Mann, den diese Gemeinde braucht. Tja.
Tja, ein oder zwei sind nicht ganz ihre Ansicht. Ach, und sie, Jung. Oh mein Gott, schon so spät. Ich nehme an, es verstößt gegen den hippokratischen Eid, wenn Sie mir gleich hier ein Rezept ausstellen. Wie gesagt, es handelt sich nur um ein Folgerezept. Ich fürchte, ich kann das nicht machen. Verzeihen Sie, ich hätte gar nicht sagen sollen. Aber den alten Dr. Stein haben diese Vorschriften recht wenig interessiert. Und die hygienischen Vorschriften in seiner Praxis noch viel weniger, also wenn ich das richtig sehe. Es geht doch nur um eine vaginale Hormoncreme, Sie verstehen. Für Frauen in einem gewissen Alter. Ich komme auch sofort in Ihre Praxis, sobald sie geöffnet ist. Östrogen-Gel? Irgendwelche Probleme damit? Nein, gar keine. Im Gegenteil, ich fühle mich blendend. Danke. Hallo, Martin. Na, schon eingelebt? Ich habe übrigens gerade Breitens Bescheid gesagt, dass er dich anrufen soll. Danke, schon geschehen. Na, prima. Wie man's nimmt. Ja, Gerd ist ein echtes Original. Er weiß über alles in Neuharlinger Siel bestens Bescheid. Mhm, was du nicht sagst. Sie heißt übrigens Thea Sonnabend, die Lehrerin. Ich weiß, wir sind uns schon mal begegnet. Ah, es scheint ja nicht so prickelnd gewesen zu sein. Wieso, hat sie was gesagt? Nein, nein, aber du drückst dich hier so herum und man schleicht sich an keiner Frau vorbei, wenn das erste Kennenlernen nur halbwegs prickelnd gewesen ist. Stimmt's oder habe ich recht? Nur damit keine Gerüchte entstehen. Ich bin hier nicht herumgeschlichen. Ich wusste nicht, dass sie hier arbeitet. Ich habe sie rein zufällig entdeckt. Ja, ja. Melanie, können Sie mir die Patientenunterlagen von Frau Helga Otten raussuchen? Wieso? Weil ich es so möchte, Melanie. Was haben Sie eigentlich mit dem Hund gemacht? Ich mag Hunde. Ich mag sie auch. Ich mag, wie sie riechen und wie sie einen beißen. Hunde sind für mich das Allergrößte. Helga Otten. Danke. Mein Gott, wie viel Vaginalcreme kann eine Frau denn verbrauchen? Hier kann etwas nicht stimmen, Melanie. Wieso? Der Dr. Stein kam Otti jede Woche vorbei und hat sich ein Rezept für das Zeug geholt. Otti? Na, die Otten. Helga. Moment mal. Dann ist sie die... Frau vom Kapitän. Eben schon seit 20 Jahren will er hier zusammen. Wem es gefällt, hat sogar sein Schiff nach ihr getauft. Das war eine Schiffstaufe, hm? Das ganze Dorf hat gefeiert. Und Chris hat sich mit dieser Schlampe aus Buslog eingelassen. Bist du drüber hinweggekommen? Nie. Herr Kapitän van der Linde, ich muss mit Ihnen reden. Gehen Sie! Bitte, es geht um Ihre Diagnose. Sie sind nicht mein Arzt. Ich habe morgen einen Termin bei Ihrer Konkurrenz in Blomfeld. Gut, dann rede ich mit Ihrer Frau. Lassen Sie bitte meine Frau aus dem Spiel. Sie haben es ihr nicht erzählt, stimmt's? Hallo Doktor, Sie bleiben doch auf eine kleine Limbis. Ist schon wieder zu spät. Sei doch nicht albern. Ich habe dir doch gesagt, dass ich noch kurz einkaufen gehe. Kurz? Vielleicht bitte. Du bist doch derjenige, der mir seit Wochen die kalte Schulter zeigt und den Rasen zu Tode pflegt. Hast du den Mooskiller gekriegt? Oh, tut mir leid. Habe ich ganz vergessen? Ja klar, natürlich. Ich werde langsam vergesslich, Doktor. Wollen Sie Zucker? Nein, danke. Gibt es dagegen kein Mittel? Nein, nichts, was wirklich hilft. Hören Sie, ich habe Ihre Unterlagen noch mal angesehen. Ihr Verbrauch von Östrogencreme. Aber könnten wir das nicht morgen in der Praxis besprechen? Nein, tut mir leid. Ich finde es wichtig, die Angelegenheit mit Ihnen beiden zu besprechen. Ihr Verbrauch der Vaginalcreme ist unangemessen hoch. Na ja, vielleicht benutze ich ein Quäntchen mehr, als auf dem Beipackzettel angegeben. Flutscht besser. Macht mich so richtig munter, ne? Ich muss noch mal in den Garten. Nein, bitte bleiben Sie.
Dieser hohe Verbrauch kann auch Nebenwirkungen zeigen. Ja, aber wenn dann nur positive. Ich habe mich schon seit Jahren nicht mehr so... Geil! Das muss ich mir jetzt wirklich nicht anhören. Ist doch wahr. Ihr Mann hat mich aufgesucht, weil er Beschwerden hat. Ach, das ist doch nichts. Sagen Sie es ihr. Ich finde, es ist an der Zeit, die Dinger, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Was ist los? Geht es dir nicht gut? Er hat eine Gynäkomastie. So bezeichnet man den Zustand, wenn Männer überschüssiges Fett im Brustkorbbereich entwickeln. Brüste. Warum hast du mir denn nichts davon gesagt? Ja. Fühlte mich halt nicht mehr so attraktiv wie früher. Ach, ich habe gedacht, es hat mit mir zu tun, dass du dich immer mehr zurückgezogen hast. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich glaube, es besteht ein Zusammenhang zwischen ihrer Hormoncreme und seinem Zustand. Östrogen ist ein weibliches Hormon. Und bei exzessivem Gebrauch ist es möglich, dass beim Verkehr etwas davon übertragen wurde. Und so... Oh, Wilhelm. Es tut mir so leid. Es ist ja nicht deine Schuld. Doch. Hallo, Melanie. Ich hoffe, Sie kommen gut mit unserer Recherche voran. Sagen Sie mir Bescheid, sobald ein Ergebnis vorliegt. Ich hoffe, Ihnen schmeckt der Kaffee. Was ist denn mit Ihnen los? Gar nichts. Außer, dass der Tag auch positive Seiten hat. Da drin wartet ein Patient. Nein, das tut er nicht. Ich habe doch noch gar keine Sprechstunden. Na und? Davon wird ihm auch nicht besser. Ich hoffe für Sie, dass es um Leben oder Tod geht. Das ist viel schlimmer. Mir wachsen Brüste. Oh mein Gott. Dann ist es also was Ernstes. Nein, 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 nein. Das hat mit Ihnen nichts zu tun. Ich hatte nur eine Theorie. Lassen Sie sehen. Das ist das Wasser. Aha. Irgendwas scheint damit nicht zu stimmen. Natürlich will das niemand zugeben, aber von was soll denn das sonst so werden? Nun, es gäbe da noch eine andere Möglichkeit. Und? Die wäre? Wie ich Ihnen schon sagte, noch ist es nur eine Theorie, aber wir überprüfen sie gerade. Ja. Durch regelmäßigen Kontakt mit einer östrogenhaltigen Trägersubstanz wäre es denkbar, dass... Trägersubstanz... Eine Creme, zum Beispiel. Eine Hormoncreme, mit der Sie vielleicht, ohne es zu wissen, in Kontakt geraten sind. Ja, und wie, bitteschön? Die Einzige, die Hormoncreme in so hohen Dosen erhalten hat, ist hier Frau Otten. Ja, Melanie, aber... Otti? Otti? Nö. Ihre Diagnose hat gestimmt. Die haben mir Tropfen gegeben. Was? Ich habe Tropfen bekommen. Ach so, das sind Beta-Blocker. In ein paar Wochen müsste es Ihnen wieder besser gehen. Wenn nicht, dann sollten Sie zu Ihrem Arzt gehen. Ja, das würde ich gern. Aber ich hatte ein paar Probleme mit Ihnen. Ihr Arzt ist bestimmt Profi. Ach so. Bin ich etwa Ihr Arzt? Ja, ich hätte Ihnen sagen sollen, dass ich hier lebe.
Und wie finden Sie uns jetzt so? Lästig. Bis auf die Grundschullehrerin, aber die scheint eine Piratin zu sein. Wissen Sie, Otti? Sie sind eigentlich gar nicht so, wie ich dachte. Otti! Sie sind eher... Moment mal. Bitte? Anders. Warum nimmst du denn nicht ab, wenn ich dich anrufe? Ralf, bitte nicht mehr. Du bist ja total betrunken. Ja, stimmt. Ralf, komm, wir müssen miteinander reden. Das mit uns. Ich habe die Zeit mit dir wirklich genossen. Aber Wilhelm und ich, wir sind jetzt wieder zusammen. Klar. Ja. Jetzt, wo du mir ein paar satte Titten angehängt hast, da krieg ich sie wieder zurück zu deinem Kapitän. Ralf, alles klar? Wilhelm, ich... Ja, ist schon gut. Ja? Was eigentlich mit ihm? Welche Köpfchengröße hat er denn inzwischen? Mensch, Kapitän, du solltest dir wirklich gut überlegen, ob du deine Otti überhaupt noch haben willst. Wer weiß, wie viele andere Kerle im Dorf sie mit ihrer Trägersubstanz sonst noch ins Unglück gestürzt hat. Jetzt reicht's! Hör auf! Jetzt reicht's! Du gehst jetzt nach Hause und schläfst deinen Rausch aus. Was könnte euch schon passen, dass ihr das ungestört miteinander treiben könnt? Aber Vorsicht! Sonst ist bald ein D-Körbchen fällig! Herr Hanekamp! Was? Doktor? Hab ich nicht recht? Ein Hoch auf unseren genialen Doktor. Ohne sein tatkräftiges Mitwirken wäre der Skandal nämlich gar nicht so schnell aufgeflogen. Jetzt reiß dich zusammen! Heißt das, Sie haben das alles? Nein, nein, nicht so bescheiden, Doktor. Sie sind doch der Einzige, der diese Hexe durchschaut hat. Wie konnten Sie nur? Na, Finger weg! Jetzt reiß! Das tut mir leid. Das habe ich nicht gewollt. Herr Dr. Helling, wollen Sie sich nicht hinsetzen? Setzen Sie sich auf die Bank. War er das wieder? Jo. Doktor? Kuckuck! Aufwachen! Moin. Moin. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Hab gehört, hat gestern Ärger gegeben. Nicht der Rede wert. Sicher? Kommen Sie. Ich nehme Sie mit. Wir kümmern uns später um Ihr Auto. Ja?
Hier ist Radio Harlinger Land mit einem weiteren Bericht über das Hafenfest. Leider mussten wir erfahren, dass die Feierlichkeiten durch einige handfeste Ausschreitungen getrübt wurden. Nach Augenzeugen bitte. Schade, dass Sie gestern nicht im Dattein waren. Sie haben wirklich was verpasst. Ah ja? Kapitän van der Linde und Ralf Hahnenkamp. Nur, die konnten einfach nicht voneinander lassen. Mussten Sie eingreifen? Ich habe mich auf den Standpunkt gestellt, dass ein Hummer keine tödliche Waffe ist. Deprimiert? Wieso denn? Ich habe eine Schlägerei provoziert, das Vertrauen meiner Patienten verspielt und meinen Wagen im Moor versenkt. Warum sollte ich denn da Depressionen haben? Nur ich habe Depressionen. Dr. Stein, der wollte mir was geben, aber ich versuch's jetzt mal mit Homöopathie. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ach, ich hab, weiß Gott, auch Tage gehabt, an denen ich mein Auto ins Moor fahren wollte. Ich habe meinen Wagen nicht ins Moor gefahren. Ich wurde geschnitten. Nicht das erste Mal, sag ich Ihnen. Ja, das geht mir genauso. Manchmal kommt es einem vor, als würden einen alle schneiden. Ich dachte, Sie hätten ihn, ja. Der muss irgendwie rausgekommen sein. Hat wahrscheinlich einen guten Anwalt. Oh. Was ist denn hier los, verdammt nochmal? Machen Sie nur keinen Kopf, Doktor. Wir haben alles im Griff. Eine Sendung für Helling? So was passiert schon mal, wenn der Druck wieder hochgefahren wird. Aber das ist völlig normal. Keine Panik. Medizinisches Gerät. Ja, nehmt es nur an, oder nicht? Keine Ahnung. Was? Verzieht euch! Los, verzieht euch! Alle! Raus! Mein Gott, Martin. Ein läppischer linker Schwinger und schon ziehst du den Schwanz ein. Scheint so, als ob die Straßen hier doch nicht breit genug für mich sind. Was hast du denn erwartet, als du hierher gekommen bist? Ehrlich gesagt, ich hatte einen etwas gastlicheren Empfang erwartet. Blödsinn. Wenn du die Idylle suchst, musst du dich auf der alten Vogelinsel verschanzen, da hast du deine Ruhe. Weißt du, damals, als du in den Sommerferien plötzlich nicht mehr bei uns aufgetaucht bist, da habe ich mich gefragt, ob du dich bei uns vielleicht nicht mehr willkommen gefühlt hast. Nein. Nein, ich wollte euch nur nicht zur Last fallen. Du hast doch gewusst, dass er nicht wollte, dass du herkommst. Papa? Wieso? Na ja, ist ja auch egal. Das ist der Schnee von gestern. Du hast eine Spinne oder sowas im Haar. Du sollst wissen, mir warst du immer willkommen. Hören Sie, Doktor. Wenn Sie wollen, dann werfe ich mal schnell einen Blick unter die Motorhaube. Nein, nein, bitte nicht. Fahren Sie ihn einfach nur in die Werkstatt. Kann Ihnen eine Menge Geld sparen. Danke, vielen Dank. Ist mir zu teuer. Danke. Überleg dir es noch mal, Martin. Danke fürs Mitnehmen. Ich melde mich. Herr Doktor, ich glaube, mir wachsen Brüste. Wieso komme ich morgen? Ist doch scheißegal. So, Melanie, Sie haben gewonnen. Ich gehe. Warte mal. Für immer? Ja. Aber Sie zahlen mir wenigstens die Woche, die ich gearbeitet habe. Gearbeitet? Ja, gearbeitet. Ja? Tut mir leid, Doktor, dass das alles nicht so gelaufen ist, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ist also endgültig? Ja. Ist ihr gutes Recht. Ich dachte nur, bevor Sie jetzt abhauen, ob Sie sich vielleicht ein oder zwei Patienten ansehen können.
So, bevor Sie gehen. Na gut, dann nennen Sie mir die Namen. Ja. Also, das ist die alte Friederike Theil mit dem Hexenschuss. Stefanie Paulsen, Bluthochdruck. Alte Hertha Tellkamp hat Arthritis. Junge Hertha Tellkamp, eine Halsentzündung. Der alte Lehmkohl, der leidet ebenfalls unter Arthritis. Und der junge Lehmkohl, Ben, ist ein ganz netter Junge, hat Diabetes. Moment. Wie lange ist denn die Liste noch? Ja. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinauslaufen soll. Diesen Leuten ist nicht zuzumuten, einen weiten Weg nach Blomfeld zu fahren, um einen Arzt aufzusuchen. Stimmt das? Ja, ist auch ein ziemlich weiter Weg bis nach Blomfeld. Das ist mir zu wenig. Ja. Aber Doktor, wir sehen das so. Sie brauchen Patienten und wir brauchen einen Arzt. Deshalb müssen wir uns ja nicht lieben, oder? Moin, Doktor! Abend.